Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot. In der letzten Folge haben wir Castle Machinery erledigt. Ich glaube, Jaws of Darkness auch. Und jetzt kämpfen wir gegen Nitros Breo. Die rechte Hand von Cortex. Oder Assistent von Cortex, was weiß ich. Wie man den erledigt, weiß ich auch schon. Leider. Meine Güte, hat er viel. Kommt davon, wenn man irgendwie zu viele Let's Plays guckt, ne? Ja, man muss auf die drauf springen, okay. Sehr gut. Ja, die Bosse, die kann ich, aber den Rest nicht. Ja, so viel dazu. Bosse kann ich. Wie? Auf deine Slimer hier auf mich zu werfen. Nee, ist nicht Slimer, Flabber. So. Ich springe jetzt erstmal ein bisschen, ne? So, okay. Ich springe erst immer ein bisschen und dann. Wie? Ich glaube, den kann ich nicht zu nahe kommen, ne? Weil sonst springt er sich hier in die Luft oder so. Ja, irgendwie sowas. Ma! Dreck! Ja, jetzt züppelt er was. Wird zum Hulk. So, jetzt muss ich hier. Ja. Okay. Sehr gut. Haha. Keine Macht der Drogen. Den Drogen. Wie Testosteron. Okay, The Lab. Und nur noch drei Level. Einer von des Cortex. Schaffe ich halt in dem Part mit zwei Leben. Drei Leben. Könntet mir ruhig mal wieder ein paar spendieren. Ja, oder das ist auch gut. Das nur mit drei Level überleben. Okay. Okay. Boah, da kommt hier so ein Flapper-Ding, ne? Das mich tötet. Mann, Mama. Hey! Oh, mein Mikrofon. Und ich muss hier aus der Level raus, weil sonst bin ich tot. Weiß ich nicht, ich werde irgendwo ein paar Leben farmen. Habe ich so für den ersten Level oder was weiß ich. Dann würde ich mal sagen. Wir sehen uns gleich. Ciao. So, wieder hier. Mit ein paar mehr Leben diesmal. Und mit Akku. Ja, wahrscheinlich sowieso nicht brauchen. Aber irgendwie abstürzen werden, ne? So, meine Aufgabe ist jetzt ja nur, das dritte Tussi-Symbol zu bekommen. Damit wir hier zum Dings kommen. Zum Bonus-Level. So, hier an dem Teil bin ich verreckt. Komm schon, so viele Level haben wir doch gar nicht mehr.
Oh ja, ein paar Level habe ich übrigens gefarmt hier, so in den... Boah, ich wusste es, ich wusste es. Aber wenn du es wusstest, warum hast du dich dann gedreht, so traurig? Ich hoffe wirklich, die Level ist nicht so lang. Ja, ich habe ein bisschen die ersten Level nochmal gemacht. Die ersten zwei, drei. Hab dann immer ein paar Leben bekommen. So, jetzt einfach nur ein Ende erreichen, damit ich speichern kann. Da bin ich mich ein bisschen sicherer. So. Zum Teufel warten. 64% komplett. Sehr schön. Eieiei. Wenn Speichern hätten sie auch so ruhig so machen so können, weil man jederzeit speichern kann, also ehrlich. Aber entscheidet hier über Leben und Tod, ey. Über Verzweiflung und über Ruhe. Bist du ein Feiner? Ich habe zwei Akku-Akkus. Meine Güte. Wie brutal. Aber ich komme nicht noch mehr von denen. Okay. Oh, Checkpoint, sehr gut. Was du denn? Ich wusste es. Noch so ein Magier-Typ, ey. Okay. Ich nehme mich immer weiter kort, habe ich so das Gefühl. Was, ey? Die kann ich so kaputt machen, oder wie? Will mich doch mal. Ende. Nein. Das war mies. Ey. Einfach hier hin. Na toll, wie soll ich denn jetzt den erledigen? Ja! War brutal. Was zum Teufel? Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gerade aufgenommen habe. So 2-3 Minuten bevor im Schnitt. Weiß auch gar nicht. Ich da weggehe. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ma! Pisser! Hast du zu lange an der Stromleitung gelutscht, oder wie? Du kannst ja wegen so einem Dreck sterben. So. Was? Das waren 8 Stück? Brutal. Mein Gott, ne? Oh, schön. Nein, ich reg mich doch nicht auf. Ich doch nicht. Ich benutze nur meine Draußenstimme, obwohl ich drin bin. Das ist wie so ein Schlag in die Fresse immer, allerhöchstens. So. Mister.
Was zum Teufel? Das ist doch richtig abgeteilt, Mann. So ein Dreck. Ja, dann erwischt der Pisser mich, ey. Was ist das denn für Dreck? Oh! Ich will gerne mit dem Spiel heute fertig werden. Nein, das schaffe ich nicht. Was? Hey, ich hasse es, immer an der gleichen Stelle zu falken. Hey, langsam wird das echt nervig hier. Nur so ein ganz kleines bisschen. Gewaltverherrlichung in Videospielen, ey. Guckt man ja immer direkt auf die Ego-Shooter irgendwie, ne. Ich finde Jump'n'Runs irgendwie viel... Nein. Weiß ich nicht. Und irgendwie viel mehr so Aggression auslösen. Gib mir doch mal einen an Akku oder irgendwie sowas. Gibt's doch nicht. Mann, schon 10.000 Mal an der gleichen Stelle. Ich bin aber runtergefallen. Hier ist mal Ding aktivieren und hier Ding aktivieren. Ey. Schau ich nicht. Oh, meine Güte, ey. Okay. 102. Ma! Ey, ernsthaft? Na. Ich hab wieder 5, 6 Leben hier verballert. Allein an der einen Stelle. Gibt's doch nicht. Das war schon hier beinahe. Wird wohl nichts heute, Spiel durchzuspielen. Nee, wird heute nichts. Wegen den Viechern nicht. Na toll, da kommen doch unendlich viele. Auch schon wieder so unfair gemacht. Nein, ist das Ziel, ey. So. Leck mich. Ich weiß immer noch nicht, wie viele Minuten ich davor aufgenommen habe. Also, was ich weiß, ist, dass ich jetzt ich noch 2 Level ab, ne? Ja, The Great Hall. Wie soll ich das bitte schön in, weiß ich nicht, 4, 5 Leben wir schaffen? Okay. Ich weiß, da konnte man irgendwie nach rechts, ist mir auch vollkommen egal gerade. So, dann Dr. Neocortex mit 5 Leben. Das ist mein Finale, ne? Ja, da weiß ich auch schon, wie man die besiegt, also tut mir leid. Was willst du denn?
muss ihn seine Schüsse irgendwie zurückschießen. Ja, genau, die Grünen. Wie bedrohlich der noch ist in dem Teil, ne? Guck dir mal hier in Crash of the Titans und also was an, ne? Irgendwie voll antiklimatik irgendwie. Wenn man weiß, was man zu tun hat. Ja, und ich fahre hier trotzdem noch. Hey, geblieben. Boah. Verstehe nicht mal, was der sagt, ganz ehrlich. Irgend so ein Gebabbel. Egal. Ein armer Turm, der steht hier in Flammen wegen mir. Ich bin einfach durchgewüstet, bin. Aber habe ich nur irgendwie indirekt gar nichts kaputt gemacht. Ich bin einfach nur vom Anfang bis zum Ende gegangen. Kaputt gemacht habe ich eigentlich nichts. Du kannst ihn jetzt nicht mehr in die Schuhe schieben. So. Keine Ahnung, wie das funktioniert mit seinen Schüssen, aber ich kann sie irgendwie zurückschießen. Natürlich. Warum wurde ich da schon wieder getroffen? Ja. Bams. Und weg ist er. Und damit haben wir das Spiel erledigt. Boah. Boah, und die Frau haben wir auch bekommen. Yay. Alles in Flammen im Hintergrund. Yay. Yay. Dafür haben wir halt alles gemacht, ne? Für die Blondine. Crash Bandicoot. Created and developed by Naughty Dog. Boah. Damit hätten wir den ersten Teil erledigt. Zwei Folgen noch, mindestens. Ah, ja, ja, das war mal ein Ritt. Ich hätte jetzt ganz ehrlich nicht gedacht, dass, ich so viele Probleme haben würde. Also ich habe ja schon gewusst, dass das Spiel jetzt ein bisschen schwieriger ist als die anderen Teile. Aber das war schon heftig. Aber irgendwann haben wir auch alles geschafft, ne? Keine Bonussachen und so, im Gegensatz zu allen anderen Projekten, wo ich immer irgendwie, keine Ahnung, die Bonussachen mache. Lassen wir halt mal hier. Weil, ja. Allein das Spiel schon durchzuspielen hat mich Nerven gekostet. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, die anderen Sachen hier zu schaffen. Aber naja. Bin auch so zufrieden mit dem Spiel. Ich muss das nicht unbedingt haben. Und ihr kennt wahrscheinlich auch alle Secrets und so, ne? Ich habe das Spiel schon bestimmt 10-mal oder so durchgespielt. Ihr wisst alle Geheimnisse und so. Und ich brauche das doch gar nicht, ne? Ihr seid doch nicht so verwöhnt, ne? Meine Zuschauer nicht. Die sind die aller schönsten und klügsten und weisesten und tolerantesten. Ihr braucht sowas nicht. Ja, das war jetzt der 13. oder 14. Part, glaube ich. Noch kürzer gedauert, als ich gedacht habe. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich nur 15 Minuten immer aufgenommen habe. Aber, ja. Ja, für 15 Minuten Parts, 14 Parts, 13 Parts, ist auch nicht schlecht. Na gut, dann würde ich sagen, dann lasse ich das Projekt mal hier einfach so stehen. Und wir sehen uns dann im zweiten Teil, der künftig auch noch folgen wird. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Projekt.